So, benutze Ticketautomat. Kathmandu, Nepal. Warte mal, Nepal war der Dschungel, da wollten wir nicht hin. Kairo. Kairo würde noch Sinn machen, oder? Ja. Überall anders waren wir schon. $800. Übel, übel, übel. Sollte zwischendurch echt mal eine Cashcard angucken. So, und wir sind in Kairo. Auch Kairo sieht recht interessant aus. Und wir sind in der Wüste. Gut. Da haben wir die Sphinx, wo die Nase kaputt ist, dank Obelix. Und da haben wir ein Bein. Was ist? Ich sehe hier nichts. Gar nichts. Kann ich weitergehen? Nö. Gut, also hier ist momentan nichts. Vielleicht geht später irgendwo irgendwas auf. Geht's da weiter? Nö. Was ist? Nur das Bein. Oh, anderes Bein. Geht zu anderes Bein. Aha, da ist was. Seltsame Zeichnung. Noch eine. Benutzt du seltsame Zeichnung mit gelber Buntstift. Klick. Oh, das ist dasselbe Ding. Okay. Das sind auch dieselben Hinweise, glaube ich. Das heißt, theoretisch müssten wir jetzt einen Charakter haben. Ne, es sind dieselben Hinweise. Ich wollte gerade sagen, wir könnten sonst einen Charakter in den einen Ruinen parken, einen Charakter hier parken und dann die Hinweise quasi überlappen, indem wir zwischen den Charakteren hin und her schalten. Aber das sind genau die gleichen. Also der da ist vielleicht etwas weiter links gewesen bei dem anderen. Oder oben. Aber der Rest ist sonst gleich. Das bringt uns gar nichts. Das heißt, wir müssen irgendwo anders auf der Welt wieder dasselbe finden. Aber wenn wir es dann gefunden haben, haben wir gleich zwei Sachen, die wir lösen können. Ich gucke mal kurz hier das Bein zu Ende ab. Nee, Wüste. Gehe zu Wüste. Irgendwie haben wir nicht so viele Möglichkeiten, was wir gerade machen müssen. Vielleicht müssen wir auf dem Mars auch irgendwas machen. Oh, Pyramide. Aha. Pyramidentür. Es sieht dunkel aus. Was ist? Tür? Ritze war da gerade. Ne, Wüste. Achso. Schade, da könnte irgendwas aufbrechen oder so. Und es ist wieder zappenduster. Haben wir bitte, bitte, bitte Fackeln. Schalt ein Feuerzeug. Und wieder, ja, Hieroglyphen. Gut. Oh, da ist ein Ankh. Sehr schön. Fackel. Fackel. Zwei Augen. Oh Gott, das wird noch schlimmer sein als die andere. Komische blaue Dinger, ein komischer Stab im blauen Ding. Eine Tür. Gehdurchgang? Ja, es gab wohl keine Fackel. Ah, da ist eine Fackel. Benutze Fackel mit Feuerzeug an. Sehr schön, Grabplünderung. Was ist? Da ist nur ein Ausgang. Der Sarkophag wird gar nicht angezeigt. Was? Wie? Feuerzeug ist zu heiß hier. Nee, hier ist nichts Anklickbares. Auch das da, was verdächtig aussieht wie eine zweite Tür, aber nur der Schatten ist. Also nur das Licht und da ist der Schatten von dem Sarkophag. Aber auch da ist nichts. Nichts anklickbar, nichts. Nee. Also, noch eine Sackgasse. Wo ist meine Cashcard? Lease. Cashcard. $8.000. Ist noch... Oh. Ja, hier drin war nichts. Also nichts, was ich auf den ersten Blick gesehen hätte. Feuerzeug. Aber vielleicht ist hier irgendwo eine Zeichnung oder eine Form, die wir mit den anderen beiden gelben Dingern danach machen können.
Was haben wir da? Wir haben Striche. Striche bringen uns nicht viel. Das ist einfach nur ein Rahmen. Wir können nicht zwei Augen nachmachen. Da ist nur der Durchgang. Da sind wieder Striche. Ne, hier ist nichts. Striche da. Ja, die Ankh-Form haben wir schon benutzt bei dem Eichhörnchen. Und da geht's wieder raus. Nee, okay, ich probiere mal was Neues. Ich spring mal zu... Melissa hat das ganze Zeug? Ja, Melissa hat das ganze Zeug. Zieh bitte an Helm. Helm angezogen. Leslie, zieh an Helm. Helm angezogen. Wechsel zu Melissa. So, was ist? Steuerung, Radio, Anzeigen, Handschuhfach ist leer, Sauerstoffhahn. Gut, hier ist nichts mehr drin. Benutzt die öffne Tür. Dann gucken wir mal, ob wir draußen noch irgendwas machen können. Also rechts war das Riesengesicht, da kamen wir nicht an die Knöpfe ran. Ist hier noch was anderes? Zum Beispiel irgendeine Zeichnung. Da ist ein gelber Fitzelrest. Geht's da weiter? Ne. Was ist? Knopf, Knopf, Knopf. Tür. Landeplatz. Nee. Okay. Oh, warte. Wir haben keinen Schraubenzieher für die Platte. Also wir mussten hier drin die Platte öffnen, um die Sicherung zu tauschen. Aber wir haben eine Münze. Wenn das ein Schlitzschraubendings ist, dann kriegst du mit der Münze auch hin. Da, Metallplatte. Benutzt Metallplatte mit Münze? Ja, sehr schön. Sieht nach einem Sicherungskasten aus. Nimm ausgebrannte Sicherung. Ist ja viel einfach so zu Staub. Ja, umso besser. Benutze Sicherung mit Sicherungskasten. Und natürlich ist die Erdensicherung genau kompatibel mit der Alien-Sicherung von diesem Jugendhotel hier. Aber, na gut. Benutze Knopf. Klick. Benutze anderen Knopf. Aha. Sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas? Was ist? Tür zum Mars, Sicherungskasten. Nee. Gehe zu Herbergstür. Und da liegt es. Warte mal. Erstmal nehme ich das da. Das erinnert mich nämlich an Indiana Jones. Nimm Klebeband. Wir haben ein Klebeband. Öffne Schrank. Öffne Schrank. So, da haben wir einen Benzinkanister. Das ist ein Easter Egg, nur für Kettensägen. Es gibt ein gewisses anderes Spiel von diesem Hersteller. Da findet man eine Kettensäge, man findet kein Benzin. Hier ist das Benzin. Sehr schöner Easter Egg. Und eine Taschenlampe. Könntest du die Taschenlampe irgendwie zu Zack teleportieren? Das wäre super. Aber gut, da ist etwas im Bett. Öffne Bett. Zieh Bettdecke. Ich weiß nicht, was unter der Bettdecke ist. Ja und? Und ich will es gar nicht erst wissen. Nein, sie ist... Wir müssen jetzt das andere Mädel herbekommen. Leiter? Nimm Leiter. Komm schon. Nimm Bettdecke. Ich glaube, ich riskiere einen Blick. Ah, okay, sehr gut. Oh, nur ein Besen. Nein. Nein, warte. Es hat Augen. Es ist ein totes Alienwesen. Panikmodus aktiviert. Nee, du läufst nicht weg. Gehst dahin und du nimmst das Besenwesen. Auf keinen Fall berühre ich ein Alien. Doch. Nimm Besenwesen. Auf keinen Fall berühre ich ein... Nimm Besenwesen. Gott, wechsle zu Leslie. Ich hoffe mal, Leslie ist nicht so zimperlich. Papadapap, Alienwesen und so. Das ist ein Besen. Es war mal ein Wesen. Aber es ist immer noch ein Besen. Oh, warte. Kommen wir jetzt einfach rein. Wir brauchen ein Besen, um das da frei zu... scheinlich aufzugehen. Ja, yeah, ich...
du dahin, benutze Knopf, benutze Knopf. Warte. Ah, okay. Wechsle zu nicht zimperlichen weiblichen Wesen. Und die andere steht im Weg. Du benutze Knopf. Wechsle zu Leslie, benutze anderen Knopf. Und ich hätte aber eigentlich ganz gerne alle Sachen bei einem Char. Also nimmt sie jetzt das Besenwesen und dann gibt sie das der anderen. Und ich hoffe, das klappt irgendwie. Oder sie wedelt das ganze Ding einfach frei und dann ist gut. Nimm Besenwesen. Na, tue ich halt so, als sei es ein Besen. Jupp, ist es auch. Da, Knopf drücken. Benutze Knopf, nicht Tür. Ja, ist er, aus dem Weg. Benutze Knopf. Und rums. Wechsel zu Leslie. So, jetzt machen wir die Solarzellen frei, dann können wir die Münze benutzen, um mit der Bahn zu fahren und dann kommen wir hoffentlich irgendwo hin, wo es Sinn macht. Und wir eine gelbe Zeichnung finden, die uns auf der Erde vielleicht hilft. Benutze Besenwesen mit Sand. Nach einer Weile emsigen Wegens. Tada! Das sieht wie Solarzellen aus. Richtig. Und jetzt? Wechsle. Melissa? Du, geh mal dahin. Dann wechseln wir wieder zurück. Und du gibst jetzt Besenwesen zu ihr, Melissa. Ich fasse kein totes... Okay, sie hat jetzt das Besenwesen. Leslie. Leslie geht jetzt mal zu den Knöpfen und guckt, ob sie mit dem Besenwesen an die Knöpfe rankommt. Nicht zum Raumbus gehen. Da, Riesengesicht. So, benutze Besenwesen mit mittleren Knopf. Das klappt so nicht. Schade. Aber gut. Nimm Melissa. Du da lang. Benutze Münze mit Bahn. Jupp. Oh. Wechsle zu Leslie. Lauf. Lauf. Lauf schneller. Ich höre einen Countdown. Bahn fährt in 10 Sekunden los. Ja. Bahn fährt in 5 Sekunden los. Ja. Geh zur Bahn. Zu spät. Glaube ich. Oh. Und wir fahren irgendwie in die vollkommen falsche Richtung. Ich dachte, wir gehen zum Gesicht. Das ist jetzt nicht wirklich weit gewesen. Oh, das ist auch die falsche. Wechsel zu Melissa. Au. Oh. Wir können nicht mehr zurück. Lies. Schild. Marsverkehrsverbund. Eine Fahrt $200. Okay, also die andere muss jetzt 2 Münzen kaufen. Mindestens. Wahrscheinlich können sie eine ganze Cashcard leer machen, weil wir das Geld eh nicht mehr brauchen. Aber ja, 2 Münzen kaufen, damit man wieder zurückfahren kann. Obwohl, eine Münze... Ja doch, 2. Eine Münze zum Hinfahren, eine Münze zum Zurückfahren und beide sitzen drin. Passt das. Aber was haben wir hier? Nichts? Ah doch, Pyramide, ich dachte schon. Sand. Wir brauchen das Besenwesen. Wechsel zu Leslie. Nein! Wechsel zu Melissa. Cashcard 1. Cashcard 2. Ja, mein Problem. Wir können nicht mehr nach Hause. Benutze Cashcard mit Monolith. Der Schlitz ist total zerstört.
Benutze Cashcard mit Bahn. Es klappt so nicht. Kann ich zu Fuß laufen? Das wäre echt super. So, nö. Also wir haben wieder eine Sackgasse gefunden. Das heißt, wir werden jetzt wieder den Speicherstand laden von vor 3 Folgen. Wir werden diesmal nicht nach London fliegen, weil wir ja wissen, dass wir da mehrere Scherbenmesser brauchen. Und wir werden dann wahrscheinlich gleich hier weitermachen. Also wir wechseln sofort zu Leslie. Leslie kriegt alle Sachen von Melissa, also von ihr hier, außer Melissas Cashcard, die behält sie. Und dann machen wir mit Leslie die ganze Arbeit nochmal, die wir jetzt gemacht haben mit ihr. Weil Leslie halt das Besenwesen noch anfasst. Dann kauft Leslie ganz viele Münzen, fährt dann hierher. Und die andere kauft auch nochmal 2-3 Münzen, einfach nur auf Vorrat. Und dann gucken wir mal hier bei der Pyramide, was dahinter ist. Also bis gleich.